Reiten wir erstmal zur Zora zurück, um hier dieses schnieke Pferd zurückzubringen und ihr zumindest zu teilen, wie das Rennen verlaufen ist. Freut sich, dass Herr Diebisch wieder seine Pferde bei ihr kauft. Und dann überlegen wir, wie es weitergeht. Wagemutiger Schelm. Was war denn wagemutiger Schelm nochmal? Zora zu Hause? Ja. Guten Tag. Hi. Nasi? Beim Pferderennen war einiges los. Es ist vorbei? Dann sag schnell, wie ist es gelaufen? Nicht gut. Es war furchtbar. Zora, mach dich aufs Schlimmste gefasst. Mutter Gottes, was soll ich bloß tun? Du wirst ab sofort richtig anpacken müssen. Herr Diwisch möchte deine Pferde kaufen. Du Ratte, ich sollte dir den Hals umdrehen. Solche Scherze macht man nicht mit Frauen meines Alters. Glückwunsch, Zora. Hab Dank, Junge. Wie kann ich mich nur erkenntlich zeigen? Warte, ich weiß. Du bekommst den besten Sattel der ganzen Provinz. Smil ließ ihn in Kuttenberg anfertigen. Großartig, danke. Hab vielen Dank, Zora. Ich habe zu danken, Junge. Gott schütze dich. Edler Sattel, 4 Taschen. Und 250 Groschen? Ich möchte ein Pferd kaufen. Das freut mich. Wir haben das Geld bitter nötig. Hast du dich umgesehen? Noch nicht. Noch nicht. Dann sieh dich in den Ställen um, damit du nicht die Katze im Sack kaufst. Möge Gott mit dir sein. Weil dann sehe ich doch nur... Ich, wie komme ich denn hier? Also, ich, Hunger. Warum bin ich denn jetzt schon wieder überladen? Habe ich den Sattel, Edler Sattel, 4 Taschen? Warum kann ich den nicht aus Fair tun? Wieso kann ich die denn nicht benutzen? Geschwindigkeit. Das gefällt mir, glaube ich. Hui!
Gut 16. Ich möchte ein Pferd kaufen. Das freut mich. Hast du dich umgesehen? Ja, habe ich. Ja. Die besten. Hast du dich für eines entschieden? Mach's gut. Steht aber kein Name oder sowas dran. Was weiß ich denn, was das für ein Pferd ist? Ich möchte ein. Das freut mich. Hast du dich umge. Ja. Die Best. Hast du dich für ein. Nö. Es gibt kein Pferd, das so ausdauernd. Vielleicht ein anderer? Ein Wunder. Vielleicht ein anderer? Burak, wir behalten uns mal Burak Stufe 5. Das teuerste, Das ne? Pferd. Vielleicht ein anderer? Ein Jetzt mit einem Bestimmt. Tausch. Gegen falschen. Mehr habe ich nicht, ne? Ja, da müssen wir noch ein anderes Mal wiederkommen. Nein, danke. Okay. Vielleicht ein anderes? Ich denke noch mal drüber nach. Übung im Reiten? Nee. Braucht man nicht. Ebenso. Komisch, dass uns hier keiner festnehmen möchte. Ich dachte, wir wären hier etwas unbeliebt. Okay. Chat. Entweder machen wir jetzt Main Quest. Heraus, wenn es das so mit Kupfer arbeitet. Ich würde sagen, wir gehen aber vorher noch mal nach Rattay. Ja, Rattay liegt ja mehr oder weniger auf dem Weg eigentlich auch, ne? Triff dich mit dem schwarzen Lukas?
Dort können wir tief im Walde abschließen. Spüre die Wilderer von Kallenberg auf. Räuberbaron war. Das können wir machen. Machen wir erstmal die drei. Zelieb ist auch da in der Nähe. Dort ist das Turnier, das wir eventuell besuchen können. Und ich warte auch noch ein Lager. Da, Tütet, den Anführer des Lagers. Neuhof. Oh. Sehr unbeliebt, sehr unbeliebt. Klingt immer weiter, ne? Scheiße. Ja, ho jetzt, sind wir auch nicht so beliebt. Wie kommt's? Okay, wir haben ein paar Fähigkeiten. Hundeflüsterer. Nee. Das nehmen wir auf jeden Fall. Ja, wollen wir. So viel zum Thema Hundeflüsterer. Wir können Jagen verbessern. Du kannst erlegten Wildtieren das Geweih entfernen oder Zähne entfernen. Ich nehme die Zähne mit. Wir haben Reiten verbessert. Bitte, bitte. Schaut allgemein etwas weniger bei Unwettern. Würde ich außerhalb von Kämpfen niemals abwerfen. Das nehmen wir mit. Taschendiebstahl. Erhöht die Chance auf einen erfolgreichen Taschendiebstahl, wenn dein Opfer die gleiche Charisma-Stufe aufweist wie du. Ähnlich gekleidet sind. Beim Taschendiebstahl bewegt sich der Zeiger im Inventar. Bewegt sich der Zeiger im Inventar. Das ist nicht schlecht. Verringert die Chance, entdeckt zu werden. Ich fuck das eh ab, dass der Zeiger so langsam ist. Den wollten wir uns aufheben, da weiß ich noch nicht, was wir damit machen. Was können wir hier verbessern? Nein. 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 Die Sichtweite der Schnellreise? Nein.
Frischluft nach dem Kerker? Nein. Dann machen wir das mit dem Kerker. Stärke, was haben wir hier? Huckepack. Leicht und bewusstlos tragen verbraucht keine Ausdauer. Zu der Pflanze sich das Tragen nur halb so stark. 15 Pfund mehr als sonst tragen. Pack Esel 1 klingt interessant. Du kannst die Gesundheit und Ausdauer 1 gegen, indem du ihn beim Spurten an. Nee. Verursachen mehr Schaden, verbrochen? Nein. Umhaust. Nee. Ich mach Packesel. Vitalität. Du spurtest 20% lang verbrauchst, aber nee. Du spurtest es schneller, das gleiche, nur andersrum. Um Schaden zu nehmen. Nee. Sobald wirst du zum Berserker viermal schneller. Schneller. Ja, Blutrausch machen wir. Das klingt gut. Okay. Ist das auch geklärt? Ja. Wie kommen wir denn am besten, am schnellsten? Eigentlich nur dem Weg folgen. Ja. Ja. Bi di 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 di. Wir hätten zwischenzeitlich unser Questbuch so schön aufgeräumt. Gott, er strahlt Ratta ja schon wieder vor uns. Ha. Ja. Der überholt uns Köter doch glatt noch. Ich würde sagen, wir laufen wieder, bevor wir wieder alle umreiten. Mich ärgert das, dass wir jetzt in Neuhof so unbeliebt sind. Haben wir Hunger? Falsch. 116.
Spargel und Pflaumen. Gurken, Spargel und Pflaumen. Nee. Ach, der Vogt ist über uns, ne? War das hier? Nee. So. Du schon wieder. Ich überbringe ein Dokument von Herrn Divisch. Es betrifft den Wiederaufbau von Pribislavitz. Das Dorf, aus dem du die Banditen verjagt hast? Ganz genau. Genau der. Dann stimmt es also. Gut, gut. Lass mich einen Blick darauf werfen. Hier ist es. Dann wollen wir mal sehen. Ich soll bekannt machen, dass Pribislavitz neue Siedler sucht, die dort leben und arbeiten. Herr Ratzig und Herr Hanusch sind wohl damit einverstanden. Wenn das so ist, will ich nicht zaudern. Bitte begleite mich. Alles Gute. Aber gern. Dann musst du aber auch aufstehen. Ja? Genau. Achtung. Falle ich übers Stuhlbein? Und labt euch an diesem Duft. Und warmes Brot. Und der Knoblauch. Zwiebeln. Pilze und Spargel. Traut euch nur. Kommt her. Ich weiß nicht auch, wofür die Glocke ist. Kommt der Pöbel? Versammelt sich hier am Platze. Soll ich auch hier hoch? Ich stelle mich mal dazu. Du hast eine große Nase. Hört her, ihr Leute. Hiermit verkünde ich im Namen von Herrn Hanusch und Herrn Divisch, dass euch, werten Bürgern Rattais, sowie all jenen, die gegenwärtig Schutz bei uns finden, das Recht gewährt wird, nach Pribislavitz nördlich von Burg Talmberg zu ziehen, wo ein neues Leben und ein neues Heim auf euch warten. Vorausgesetzt, ihr leistet euren Beitrag zum Wiederaufbau des Dorfes. All jene, die dieses Angebot wahrnehmen, werden für einen Zeitraum von 5 Jahren von ihrer Steuerlast befreit. Nein. Zudem ist es ihnen gestattet, die umliegenden Wälder für Holz und den Bach für die Wasserversorgung zu nutzen. Das Dorf Pribislavitz befindet sich im Lehen von Herrn Divisch von Talmberg. Und wer sich dort niederlässt, ist ihm fortan treu ergeben. Des Weiteren verkünde ich, dass Heinrich aus Galitz die Verwaltung von Pribislavitz und zu diesem Behufe das Amt des Vogts übertragen wurde. Das Amt und die damit verbundenen Privilegien wurden ihm von Herrn Divisch für seine treuen Dienste verliehen. Unseren Freunden aus Galitz sei hiermit angeraten, dieses Angebot gründlich zu erwägen, da sich ihnen in Bälde keine bessere Gelegenheit bieten wird. Ihr dürft applaudieren. Handgeklapper, Handgeklapper. Und nun husch husch, alle nach Pribislavitz. Okay, wir müssen wieder zurück zu Marius. Alle loben ihn in den Himmel und sagen, er wäre ein guter Handwerker.
Selbst wenn er es umsonst täte, wäre es noch zu teuer. Und wie geht's? Dabei wollte ich auch was von ihm machen lassen. Bei wem warst du dann? Raimund. Er verlangt nicht viel und leistet. Ich glaube, es geht um Schmiede. Ein Schmiederich. Müssen wir hier nicht auch noch irgendjemanden bestehlen? Was heißt denn das grüne A? Herr Hanusch. Da ist er ja. Dich suche ich. Gott segne dich. Was betrübt dich? Du verlangst nach mir her? Ich bin Uschitzer Pfarrer begegnet. Herr, ich habe den Uschitzer Pfarrer getroffen. Ein äußerst interessanter Mensch. Oh ja, hast du ihn mit dem Schwert gesehen? Nicht schlecht für einen Geistlichen, nicht wahr? Gerüchten zufolge beschloss er nach der Klosterschule, in die sein Vater ihn geschickt hatte, dem Glaubensleben den Rücken zu kehren und in fremde Gefilde zu verschwinden. Er soll sich als Söldner verdingt und sogar gegen die Türken in der Schlacht auf dem Amselfeld gekämpft haben. Und plötzlich kam er zurück und ließ sich hier nieder. Gewiss kostete das seine Familie reichlich. Aber er ist rechtschaffend und ich schätze ihn. Ich mag Pfarrer, die wirklich etwas von Lastern verstehen. Hat man den Dialog nicht schon mal? Heinrich, du kommst gerade recht. Ich benötige deine Hilfe. Worum geht es, Herr? Ach, des Erzbischofs Vikars nach Uschitze gekommen. Mir ist nicht gewahr, warum genau, aber Gerüchten zufolge ist er auf der Suche nach Ketzern. Was offen gesagt für mich noch nie etwas Gutes bedeutet hat. Was macht ein Vikar? Verzeih, Herr, aber mit kirchlichen Ämtern kenne ich mich nicht aus. Was genau tut ein Vikar? Muss dir nicht peinlich sein. Die Kirchenhierarchie ist das reinste Teufelswerk. Vikar ist die Kurzform für Vikarius. Es bedeutet Stellvertreter. Er darf uneingeschränkt im Namen seines Vorgesetzten handeln. Verstehe. In diesem Fall ist der Vorgesetzte bedauerlicherweise Erzbischof Spinko Hase von Hasenburg. Was soll ich unternehmen? Was soll ich mit ihm machen? Finde zuerst heraus, weshalb er wirklich hier ist. Womöglich jagt er tatsächlich Ketzer. Und das wäre gar nicht gut. Es ist aber gleichsam möglich, dass er mein Anwesen inspizieren will, was noch schlimmer wäre. Ich verstehe. Und was weiter? Das Beste für mich und alle anderen wäre, wenn er seine Sachen packen und nach Prag zurückkehren würde. Und wie soll ich ihn dazu ermutigen? Ich kann ihn nicht einfach verjagen. Aber wenn du ihn davon überzeugen könntest, dass es hier nichts zu finden gibt, wäre er im Nu auf und davon. Sag ihm, ich habe dich geschickt, um ihm zu assistieren. Ich verstehe. Ich soll ihm also dabei helfen, nichts zu finden. Ganz recht. Ich werde mich gleich darum kümmern. Ich werde mich sogleich darum kümmern. Viel Glück, Junge. Und sei vorsichtig. Geistliche sind hinterlistige Wiesel. Ich werde mich vorsehen, Herr Hanusch. Gott sei mit dir. Räuberbaron. Kunde aus dem Lager, Herr. Sprich. Ich überzeugte den Hauptmann, mich mit Wolflin verhandeln zu lassen. Er hat zugestimmt? Erstaunlich. Fand ich auch. Ich versprach Wolflin freies Geleit aus dem Lehen, wenn er die gesamte Beute zurücklässt. Wenigstens sind damit unsere Verluste geringer. Obwohl Bernhard sicher sagen wird, dass ich meine Ehre verloren habe. Aber du hast keine Männer verloren, Herr. Das ist etwas wert. Wohl wahr, Junge. Wolflin findet sicher ohnehin bald ein schlimmes Ende. Tja, nach allem, was die letzte Zeit passiert ist, bin ich froh, dass mal etwas gut ausgegangen ist. Ich ebenso, Herr. Und du verdienst eine Belohnung für deine Taten. Hab Dank, Herr. Gott sei mit dir.
Yay. Läuft. Der hat gerade gespeichert, ne? Ja. War hier nicht auch noch jemand, den es zu bestehlen galt? Aber schlecht, wenn jemand anderes daneben steht. So gibt das keinen. Ich spreche da aus Erfahrung. Okay, jetzt können wir hier gut am Folgetag am Turnier teilnehmen. Ich werde jetzt einmal. Nun ist denn der Tag? 19.30 Uhr fast. Also auch schon bald rum. Wir werden einmal zu der guten Frau da oben zurückkehren, die am Weinen war. Wo ist es denn? Achso, ich bin bei Aktivitäten. Geht mir nicht auf. Das mal erstmal weg. Ach so. Fundsachen können wir auch noch hier machen. Ich wollte gern zu der zum Henker bezüglich der weinenden Frau. Der Henker denn da oben? Ja. Vielleicht der auch da oben rum? Ök. Dann ist es aber ein langer Besuch vom Henker. Was war das? Henker Hermann! Sieh an! Was da unterm Stein hervorgekrochen kommt. Was soll denn das? Ich hab dir gar nichts getan. Verdammt. Frag deinen Mann, was das soll. Können wir jetzt miteinander?
Wieso hat er mich denn jetzt angegriffen? Können wir das nochmal machen? War ja nicht weit bis da drüben hin. Reden wir hier erstmal noch mit dem Leichenschänderer. Hier drin. Wieso hat er sich denn hier eingeschlossen? Vielleicht schläft er einfach nur schon. Da kommen hier auch ein anderer mal wieder. Ich hoffe, sein kam ein wenig zur Vernunft. Sein Gemüt hat sich abgekühlt. Links rein. Ja. Nee, das war zu früh. Ja. Lass mich in Ruhe. Wo ist denn der Henker? Das sind nur zwei Schweine. Wo Henker? Der war doch vorne hier.
Wo ist das? Oh, Schütze. Ach, das ist die, die wir gerade bekommen haben. Die Menschen werden oder sogar angreifen. Du könntest deinen guten Ruf wiederherstellen, indem ich... Ruf. Willst du zum Beispiel bestimmen, dass deine Strafe zahlen? Schulstrafe nach sich, du kennst. Ja. Es ist die Chance groß, dass die Wachen immer noch Ausschau nach dir halten. Okay, ich verstehe das so, wenn ich eine Weile... Wenn ich eine Weile nicht erwischt werde... Was sind die Aufgaben im Turnier? Okay, schade, dass wir alles gleiche kriegen. Die Frage ist, ob wir auch Bogenfähigkeit haben. Wieso kann ich denn nicht aufgeben? My Jesus. Wenn ich es richtig verstanden habe, werden wir irgendwann in Neuhof nicht mehr gesucht. Es verschwindet von alleine wieder.
Dann würde ich jetzt gerne noch was anderes ausprobieren wollen. Und zwar ist hier in der Nähe, fragt den Henker nach der weinenden Frau. Ein Führer des Lagers töten. Okay, immer am Bach lang. Ja. 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 Auch ein bisschen verpeilt manchmal. Ich dachte, ich dürfte meine Ausrüstung während des Turniers behalten. Schade. Schade, schade, schade. So gut sind die Belohnungen in den Nestern nicht, finde ich. Ist das das Lager? Glaub nicht, ne? Nee, ist doch ein ganzes Stück. Was ist denn das hier für eine Ortschaft? Mühle. Okay. Ist irgendwas zu entdecken? Oder ist es einfach nur Mühle? Okay. Du hältst den Sabbel. Wir sollten leise vorgehen.
Meine Gebete wurden erhört. Gerade wollte ich meine Wut an jemandem auslassen. Daneben! Du wirst leiden. War das der Anführer des Lagers? Uhr. Nee. Hat auch keinen Schlüssel bei sich, ne? Schickes Pferd? So interessant ist der Ort jetzt auch nicht. Aber warum wird mir denn hier nur ein Gegner angezeigt? Was entdeckt Höhle? Hui, das lohnt sich. Kommunionskelch? Nehmen wir auch mal mit. Dietrich auch. Silberring. Lazarus-Elixier. Nehmen wir auch mal mit. Lässt sich gut verkaufen. Ich warte mal ein paar Stunden. Weil mich würde interessieren, ob hier noch jemand auftaucht. Aber hier taucht keiner mehr auf. Laut Questbuch haben wir den Anführer noch nicht getötet, aber hier ist nur der eine Gegner und in dem Hardmenü oben
In dem Hauptmenü oben ist der Suchbereich weg. Dann setzen wir uns zum Abschied ans Feuer. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert gerne meinen Kommentar, schreibt mir einen netten, nein, Kanal, schreibt mir einen netten Kommentar, so rum, abonniert die Glocke und dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder. Wenn es heißt, wir reisen ins Mittelalter, zu Kingdom Come Deliverance. Bis dann. Tschüss.